Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Unboxing, diesmal etwas größeres und deswegen nicht am Unboxing-Tisch. Mein neuer Fernseher ist gekommen, Vision 8 von UHD, mit Vision 8 UHD-Fernseher. 55 Zoll LED von Grundig, sieht man halt schlecht. Der ist von, wir haben jetzt 2015 haben wir jetzt, muss ich selber erstmal überlegen. Ja, wir haben 2015, der ist frisch von der IFA. Dieses Jahr, wir haben hier einen Quad-Core-Prozessor, also einen Vier-Kern-Prozessor haben wir drin. Wir haben HEVC, das ist hier der Codec halt. Wir haben einen 2x-Triple-Tuner und das heißt jetzt nicht, wir haben jetzt DBVS und DBVT oder so. Nein, wir haben zweimal, jetzt haltet euch fest, alles zweimal, zweimal DBVT2, C und S2, also Satellit zweimal, Kabel zweimal und DBVT zweimal. So, dann haben wir 3D-Technologie. Der kann jetzt nicht nur 3D, der kann sogar von 2D in 3D hochrechnen, umrechnen. Mein bester Freund hat den gleichen, bloß halt eine Generation davor, also wird das, denke ich mal, auch hier möglich sein. Der hat 1000 Hertz, Ultra-HD, Ultra Logging 4K, ich weiß ja nicht, welche Farbe ich jetzt hier habe. Ich glaube, ich weiß ja nicht, was ich mir für eine Farbe bestellt habe. Na, nee, egal. Smart Integ Clear TV 4.0. Ja, das ist so ein Ding, was der da drin hat. Bluetooth hat er auch. Jo, das soweit zum Fernsehen. Ich kann den jetzt ganz schlecht umdrehen für euch, um euch die Rückseite des Kartons zu zeigen. Weil der ist einfach zu groß. Aber da steht genau das gleiche drauf. Ist praktisch da, ist genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Und ich kann hier auch leider nur ohne Ansteckmikrofon arbeiten. Eigentlich soll man zwei Leute mit bei haben, wenn man den anschließt oder aufbaut. Ich habe leider keine zwei, also hoffe ich, dass ich es alleine hinkriege, weil mein bester Freund, dem geht es irgendwie wohl gerade nicht gut. Den hat gerade angerufen, da muss ich unerwarten, wie ihm geht jetzt, was die Phase ist, was da rausgekommen ist. So. Und deswegen habe ich auch hier einmal einen Standfuß, einen zweiten Standfuß, die sehen jetzt hier bei dem so aus. Das sind jetzt nur mit, ist auch pures Metall. Ja. Und oben da haltet, was an den Fernseher rankommt. Oder rinkommt, ich weiß es nicht. Dann legen wir uns mal bereit. Fernbedienung haben wir auch. Ist natürlich vom Vorteil. Was haben wir hier? Ein Karton. Ein Karton, da denke ich mal, wird eine 3D-Brille drin sein, also zwei. Da sind zwei 3D-Brillen drin. Nee, da ist eine 3D-Brille drin. Das ist eine aktive, also die hat Technik drin. Das ist keine direkte Shutterbrille mit einer Batterie und Gestell. Das werde ich im, und ein Brillentuch ist mit bei. Das werde ich dann, und hier ist der Karton nochmal. Zwei Brillen. Ich habe zwei 3D-Brillen. Ich denke mal, ich werde zu dem Zubehör werde ich ein extra kurzes Video machen, wäre, denke ich mal, besser. Jetzt muss ich ja mal gucken, wo hier vorne und wo hinten ist und wo der Bildschirm ist. Also hier hinten, das ist Ditte und das ist vorne, oder? Ja, das ist vorne. Also, das
Macht sich Marlene echt bescheiden. Also machen wir Trick 17. Also der ist nicht so schwer, wie er aussieht. Oh, definitiv nicht. Der wiegt etwa 14 Kilo. So, jetzt muss ich nur den Karton hier irgendwie erstmal wegräumen, damit ich hier nicht die ganze Zeit rufträte. Hoppala. So, und jetzt zeige ich euch nochmal alles, was inklusive ist. Hier ist der große Fernseher, den sehen wir nachher noch in kompletter Form, wenn er aufgebaut ist. Boah, es strengt das an hier. So, den sehen wir nachher in kompletter Form, wenn er aufgebaut ist. Oder ich mache beziehungsweise ein Video, wenn man aufbauen. Ich habe zweimal einen Karton mit einer 3D-Brille. Werde ich eine mal hier nochmal aufmachen, kann ich euch das nochmal genau zeigen. Die haben die nochmal geschützt in so einem, ja, Klarsichtding hier, also extra nochmal geschützt. So, dann haben wir hier, ach, das ist gerade die, die ich nicht ausgepackt hatte, okay. So, dann haben wir hier drei Einzelteile. Einmal eine Batterie, eine 3D-Brille, also das ist hier vorne dieses, und dann halt nochmal das Gestell. Und zusätzlich kriegen wir auch noch ein Brillenputztuch. Das ist alles mit bei. Zweimal logischerweise. Wir haben hier zwei 3D-Brillen. Wie teuer diese 3D-Brillen jetzt einzeln sind, weiß ich nicht. Das muss ich mir dann erstmal noch angucken. So, die haben wir halt zweimal mit bei. Und zusätzlich haben wir hier dann noch eine Fernbedienung mit Batterien. Schrauben, die muss ich ja sowieso jetzt aufpacken, genau. So. Hoppala. Wir haben hier eine Fernbedienung in Silber, Netflix. Wir haben eine Netflix-Taste. Wie toll. Ich bin doch nicht mal bei Netflix, ich brauche eine Amazon-Taste. Naja, wir haben Netflix. Da unten extra eine Netflix-Taste. Ja, also das finde ich jetzt so nicht gerade. Naja, muss man nicht haben, aber. My Media, naja, ich bin mal gespannt, aber wir haben halt Netflix-Taste, okay. Naja, wir haben hier wir haben hier Batterien noch mit bei, zwei Stück. Hier haben wir vier Schrauben, Kreuzschrauben für den Standfuß mit einer Erklärung, die brauche ich auch gleich. Wir haben einmal hier eine 3D-Glases. Also in allen sämtlichen Fragen, was zu 3D total klein geschrieben, kann ich überhaupt nicht entziffern. Aber ich habe auch meine Lesebrille nicht auf. So, dann haben wir hier im Grunde nicht Handbuch. Würde ich jetzt mal sagen. Achso, hier ist noch ein Blatt. Keine Ahnung. Ein Servicepartner. Den habe ich ja direkt im Ort. Und hier haben wir im Grunde nicht Handbuch. Aus dem Grunde ich. Ja, Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, alles mit bei. Brauche ich nicht, ich weiß, wie es funktioniert, eigentlich vorweg, denke ich. So, Leute. Das war jetzt soweit zu meinem neuen Fernseher. Ich würde sagen, jetzt mache ich hier erstmal einen Cut. Boah, das sieht scheiße aus.
So, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Ich suche mir jetzt einen Schraubenzieher, dass ich... Ist doch Kreuz, habe ich gerade richtig gesagt? Ja, ich habe richtig gesagt. Kreuz. Ich suche mir jetzt einen Kreuzschraubenzieher und werde dann anfangen jetzt hier die Standfüße zu montieren. Das mache ich auch mit euch. Da werde ich aber Lesebrille aufsetzen und hier auch nochmal Lampe anmachen und so weiter alles. Und dann werden wir ihn hinstellen und dann werde ich euch ein bisschen Menü auch noch zeigen und alles. Bis gleich. Und nicht vergessen, Ahoi, sagt euer Odin.